So, herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Serie und zwar der Wellbox 4 Twin Simulator 2013. Und zwar, ich bin ja ein bisschen auf den Geschmack gekommen, ihr habt es vielleicht gesehen, der London Underground Simulator hat es mir ein bisschen angetan und deswegen musste ein neues Zugspiel her. Und ich werde euch hier mal versuchen, ein paar Sachen zu erklären. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht so der Profi bin und das Spiel erst seit kurzem habe. Und ich habe mir jetzt erstmal das ausgesucht, was dem U-Bahn-Simulator möglichst nahe kommt. Und das ist jetzt hier diese U-Bahn und wir fahren jetzt hier auf der Strecke ein Tutorial. Und zwar von, also die Strecke ist von London zu Brighton. Ja, und ihr seht schon, das Zugmodell ist natürlich sehr schick geworden. Ihr könnt jetzt hier richtig reinzoomen und so, alles schick. Ihr könnt jetzt aber nicht als Passagier wie im London Underground, also als Lokführer rumlaufen und die Züge wecken. Das geht hier ein bisschen einfacher. Ihr könnt hier mit F4 das Menü hier unten ein bisschen ein- und ausblenden. Das ist quasi ein bisschen einfacher. Und ihr habt dann die ganzen Funktionen hier, Signale und so weiter ankoppeln. Und in diesem Tutorial müssen wir quasi einen anderen Zug ankoppeln. Und das zeigt uns hier. Wir müssen gleich noch die Signale erklären. Und da werden wir das Ganze mal durchgehen. So, hier habt ihr also das Cockpit, wirklich alles komplett funktionsfähig. Hier haben wir noch ein kleines Lichtlein. Und hier oben seht ihr also wunderschick leuchten, damit wir hier auch was sehen in der Bude hier. Und dann schauen wir mal. So, ich werde mir jetzt hier ohne das Panel möglichst viel spielen. Schauen wir mal. So, ihr drückt also den Fahrtrichtungsanzeiger nach vorne. Das ist übrigens das AWS-System, was quasi wie die Diva ist, sag ich mal, das wurde sofort einschreiten, eine Notbremse, wenn man jetzt irgendein Signal überfahren, ein rotes einschreiten. Ja, wir haben jetzt also die Fahrtrichtung nach vorne gewählt, können jetzt den Hebel hier auf Power drücken. Das könnt ihr mit A und D machen. Geht ein bisschen einfacher und vor allem gegen schneller. So. Und genau, ich mache das Menü jetzt mal weg, ein bisschen kleiner. Und hier unten habt ihr also die aktuelle Geschwindigkeit, könnt ihr natürlich auch im Tacho abbilden. Und ihr dürft hier 15 mph fahren. Und hier zeigt es quasi an, wie viel Gas ihr gebt. Also jetzt gerade 0, weil ich jetzt nur rolle. Und die Fahrtrichtungs- oder der Fahrtrichtungsanzeiger ist hier. Und bei dem Modell hier ist es ein bisschen einfacher mit Bremsen. Ihr habt keinen extra Hebel dafür oder keinen extra Schalter. Ihr braucht den Hebel nur zurücknehmen und ja, dann geht automatisch die Bremse ein. So, und wir haben jetzt also, sagten sie, wir haben einen guten Job getan und wir haben jetzt hier unseren Tränen in Bewegung bekommen. Und das AWS wird immer, wenn wir über eine rote Lampe fahren, quasi die Notbremse einleiten. Das hatte ich ja schon erklärt. Und jetzt erklärt er nochmal hier die ganzen Signale, also rotes Licht heißt Stopp logischerweise. Das Single Yellow Light, also das einzelne gelbe Licht, das zeigt uns an, dass in Zukunft, also das nächste Signal dann auf jeden Fall ein rotes sein kann. Und doppelte Lichter heißen, also das nächste dann ein gelbes Licht ist, also in der Reihenfolge. Und grün heißt dann logischerweise nichts. Wie gesagt, mit den einzelnen Tasten hier könnt ihr auch links, rechts, oben, unten, überall gucken. Ups, ich finde noch was Schönes, genau, das sieht doch schick aus. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. In dem Sinne, dass es jetzt ein bisschen ungewohnt ist. Aber ich denke, hier lassen sich schicke Sachen finden. Gerade hier, wenn man mit dem Zug könnte, zum Beispiel mit den rechten Pfeiltasten das Ganze navigieren. Aber. Oh, stoppen wir jetzt? Oh, jetzt habe ich gepennt. Deswegen die Notbremse. Okay, kann ja mal passieren. So, wir gehen wieder Gummi, wir dürfen jetzt 40 fahren. Genau, also wie gesagt, dieses AWS, wenn es das anzeigt, müssen wir das natürlich drücken. So, und hier seht ihr schon zwei gelbe Signale. Das heißt also, dass wir das nächste dann als gelb bekommen. Und wenn das wieder gelb sein sollte, wird das übernächste dann rot sein. Ne? Also ihr habt hier genug Zeit zum Bremsen. Auch wenn ihr mal eins verpasst, seht ihr das noch.
generell könnt ihr euch merken, dass die Weiche hier eigentlich immer mit 40 zu befahren ist. Es gibt auch Weichen natürlich in Deutschland mit 60. Aber hier möchte man nicht übers Ziel hinausschießen. So, und wir fahren in einem Class 377 Emo Sauber Zug, sag ich mal, der ist von Elektrostar. Das noch vorab. So, da vorne seht ihr schon ein... Ach, muss ich schon wieder drücken. Nein, verdammt zu schlagen. Gut, ich muss mir jetzt doch, das doch mal hochlegen. Da kommt das Signal nämlich hier, dann braucht ihr nur hier drücken. Ah, okay, hier kommt also ein rotes Signal dann, wo wir die Tab-Taste drücken müssen und um Erlaubnis fragen, dass wir das rote Signal mal überfahren dürfen. So, jetzt muss ich mal kurz anhalten, jetzt habe ich hier ein bisschen gepennt. So, nochmal. Irgendwann werde ich sicherlich auch mal rausbekommen, wie die Kurztaste ist. Für die Schaltung hier, aber jetzt müssen wir momentan noch drücken. So, wir können schon wieder ein bisschen Gas wegnehmen. Da vorne dürfen wir noch 25 fahren, das seht ihr hier unten. In der gelben Zahl. So, und dann ganz im Hintergrund, da seht ihr schon hier ein rotes Signal, guckt. Und dann müssen wir uns erstmal hinstellen. Um Erlaubnis fragen. Ja, ist ja gut. Ah, wir können auch die Tab-Taste drücken, die ist gerade da stand. Und wir haben jetzt Kontakt mit der Leitstelle aufgenommen und haben jetzt die Genehmigung zum Überfahren des Signals. So, hier innerhalb des Bahnhofs können wir 25 fahren. Tun wir auch. Und es wird demnächst so sein, dass die Veröffentlichung der Videos war ja momentan so ein bisschen willkürlich. Und ich werde das jetzt in Zukunft so machen, dass wir immer am Samstag ein neues Video online stellen. Das macht sich einfach besser. Es wäre mir natürlich lieb, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann verpasst ihr natürlich kein Video, aber es wird jetzt so sein, dass wir auf jeden Fall Samstag gegen Nachmittag hier ein Video raushauen. Macht sich dann einfach besser zu merken. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen runter hier. Hier ist 10 km/h. Was? Jetzt hat er gut geleuchtet. Lichthupe oder was? So, wir machen das mal ganz vorsichtig mit einem MPH. Das ist ein Stück zu wenig. Zaghaft. Und wir sind angedockt. So, und jetzt zeigt er uns an, dass wir quasi Passagiere aufnehmen können. Und wir können jetzt hier diese Taste drücken. Wir machen das aber ganz schick. Türen heißt komischerweise T, also die Taste T. Normalerweise ist es eigentlich Doors, müsste die D sein, aber da das A und D schon belegt ist, ist es wahrscheinlich nicht ganz so drücken T. So, und jetzt seht ihr also die Türen gehen auf, die Passagiere steigen aus. Und wir haben das Tutorial erfolgreich bestanden. Ihr habt jetzt natürlich, wenn wir jetzt dann mal eine andere Mission spielen, könnt ihr jetzt immer gucken, links unten, neben der Uhrzeit, da habt ihr quasi immer einen Balken, also das heißt, das ist die Ein- und Aussteigezeit. Wie lange das Ganze immer dauert. Und das werde ich euch im nächsten Display auf jeden Fall zeigen. Und ich hoffe, es hat erstmal Spaß gemacht. Wie gesagt, es gibt relativ wenige Let's Plays von... Genau, jetzt könnt ihr dazu also weiterfahren, müssen wir jetzt natürlich die Kanzel wechseln, das geht auch ganz einfach. Ja, und wie ihr unten seht, ich habe leider 2 von 2 Betriebsfehler gemacht und Radschlupf. Ach du meine Güte, ich habe zu viel Gas gegeben. Gibt ja also relativ viele Sachen, die man sich anschauen kann, also richtig cool. Und ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Egon.